Hallo zusammen. Ciao Freddy. Hoi Melvin, gut. Hoi Jonas, hoi. Ciao. Das ist Zylon. Zylon, interessiert es dich? Die spielen Eishockey. Ja, Freddy Stutz, was erwartest du von diesen zwei Hockeyanern im Umgang mit den Elefanten? Ja gut, ich bin mal gespannt, wie es zwei sind. Man hat ja gelesen, dass sie ein Herz-Sommertraining bis jetzt hatten. Mal schauen, was der Tom Weber da auf die Beine gestellt hat. Mal schauen, ja, auf so einer Challenge mit Bewegungen, Abläufen, wo sie sich nicht so gewöhnt sind. Was ist dein Verhältnis zu Elefanten? Ja, wir sind sicher einmal pro Woche im Zoo mit meinem Sohn. Ich habe letztes Jahr dort etwas drehen mit Elefanten, das ein bisschen besser kennengelernt. Und den Freddy kenne ich unterdessen auch schon ein bisschen länger. Und er ist natürlich ein extrem cooles Tier, ja. Ich bin amigs früher, als ich klein war, bin amigs noch Frappi gekommen. Hat man noch einen Elefanten reiten. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber sonst ist eigentlich nicht viel rum. Okay, eure Aufgabe ist eine Challenge. Das wäre zuerst, wenn ihr mit den Garretten Mist zusammennehmen, bis die voll ist, könnt ihr leeren. Dann müsst ihr ein Futternetz füllen. Ja, ein bisschen speziell mit einem Kanister Würfel. Und am Schluss müsst ihr dann noch Zeil und Wäsche. Jeden auf einer Seite, wer schneller ist und es auch sauber. Sauber sollte es auch sein. Jetzt hast du gehört, was zu erledigen ist da mit den Elefanten. Was ist für dich die Herausforderung dabei? Ja, mal schauen jetzt, wie es geht nachher. Aber es ist sicher cool, was wir da machen können. Ich bin eigentlich aufgewachsen auf einem Rosshof. Also so Rossböllen aufnehmen und so, sollte ich eigentlich können. Und sonst komme ich es dann von der Mutter zu hören über. Und wieso gewinnst du die Challenge und nicht den Jonas? Ja, ich glaube, das hat er noch nie gemacht. Der packe ich schon noch. Ich bin schneller wie der Melvin. Los! Oh. Wie sieht's aus? Hey! Hey! Ja, ist nicht schlecht. Melvin könnte mal. Zählt der voll? Der ist fast so schnell. Nein, der ist noch nicht voll. Was? Noch nicht voll? Das muss voll sein. Das ist ein Elefant, kein Schildkopf. Ja. Ja. Ist schon zu. Tschüss! Muss richtig zu sein. Und mit dem Karabiner einhängen. Der Teib hat etwas Mühe mit Karabiner. Der wird sicher kein Bergsteiger mehr. Machen wir das in Österreich nicht? Bergsteigen? Ja, ist gut. Gut, super. Also Geschwindigkeit ist klar. He? Melvin ist schneller. Qualität kann man sich noch ein bisschen diskutieren. Weil der Kanister, der fällt beim ersten Mal schütteln wieder raus. Ah, sorry, erstens muss ich sagen, der hat eine halbe Garrette Mist gehabt. Okay. Ich habe eine volle gehabt. Das sehen wir nachher sicher auf den Videos. Okay. Hey, da ist ein hast du überhaupt Heu hier? Ja, ja, ist voll. Ja. Mol, ist wirklich voll. Das sieht ihr. Gell, Pavel, ist voll. Ja, ja, ist voll. Kannst du mal im Vergleich noch die zwei dort hinten filmen? Aha, ja. Ja, so müsste es wirklich aussehen. Ja. Wir haben einen Shampoo-Kessel. Ein Shampoo-Kessel? Ja, mit Shampoo da vorne und mit unserer Bürste. Der Elefant muss auf dieser Seite super sein. Und auf der anderen Seite logischerweise auch, Zylon. Und nachher mit dem Schlauch einfach abspritzen. Sie sollte nachher nass sein am Schluss. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, for the highway. Sind nicht wie Menschen, wenn ein Shampoo in die Augen kommt? Nein, sie können es zumachen, auf drei Seiten. Also sie haben drei Augenlider eigentlich, die sie ganz zumachen können. Dass auch kein Sand reinkommt.
Ja, das ist kein Problem. Hat er den Schlauch genommen? Darf ich einfach den Schlauch haben? Bitte. Achtung. Jetzt sehen wir das an der Zeit ab. Hallo. Das ist ein bisschen wie mein Sohn, wenn er etwas nicht geben will. Hallo. Kann ich das sagen, Freddy? Ab. Freddy, ab. Hopp. Freddy, ja. Schön, super. Echt, das Wasser ist warm. Das kommt ja wieder Wasser da. So. Ein bisschen Pause, ein bisschen danken. Stop. Gut, stopp. Super. Ja, ist nicht schlecht. He? Sie hat noch ein bisschen hellgraue Stellen. Also hinten dort den Schwanz und zwischen den Hinterbeinen. Wenn bei Melvin seine Seite. Ja, ist gerade in der Mitte, würde ich sagen. Also ist keiner hat sie gewaschen. Ja. Das Fazit von dieser ganzen Challenge ist, hier beim Waschen von der Geschwindigkeit her, hat damals der Jonas gewonnen. Ja, und sie ist wie vorher, er war schneller gewesen, aber die Qualität war eigentlich schlechter gewesen als die von Melvin. Ja. Und so sind wir eigentlich mit der ganzen Challenge bei unentschieden. Also ich würde sagen, ich würde jedem einen Punkt geben und es ist ausgeglichen. Und der Einsatz, ja, der war grandios gewesen, da kann man nichts sagen. Also das nehmen wir, oder? Ja, das nehmen wir, oder? Super. Freddy? Okay, danke vielmals. Du hast mich beschissen und den ersten Platz. Kein Problem. Unentschieden. Ist das befriedigend am Ende? Ja gut, am Ende des Tages sind wir ja ein Team, oder? Wir haben sie ja am Schluss zusammen sauber gebracht. Von dem her ist es ganz okay, ja. Jeder hat einmal gewonnen, das ist auch gut. Nein, es war wirklich cool gewesen, ja. Was war jetzt die grösste Herausforderung? Ich glaube, bei der ersten Challenge da alles ein bisschen nacheinander. Einfach alles merken, mit, wie wir machen. Und, ja, also wirklich schwer war es nicht. Es war einfach ein bisschen eine Herausforderung gewesen, ja. Es ist schon geil, was wir für ein Privileg haben, hier zu Roppi mit dem Zoo. Und, eben, ich bin mega gerne hier. Ich hatte jetzt schon ein paar Berührungspunkte mit den Elefanten. Und es ist ein riesen Highlight. Und, eben, eine der Attraktionen von Roppi neben unserer Mannschaft ist der Zoo. Und die Zusammenarbeit ist wunderbar. Was haben sie gut gemacht und was weniger gut? Ja, sie sind mit vollem Einsatz drin und haben sich nicht stören lassen, auch wenn wir ihnen absichtlich mal einen Elefanten in den Weg gestellt haben. Ja, sie sind gut daran vorbeigelaufen und ja, mit vollem Einsatz, so wie man es eigentlich auf dem Eis kennt.